Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nina und ich freue mich, dass du heute dabei bist zu einer Runde Beckenbodenübungen in der Schwangerschaft. Ganz, ganz wichtig, bevor du mit dem Training startest, besprich es bitte mit deinem Arzt, ob es in Ordnung ist, dass du solche Übungen machst. Und ansonsten ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir natürlich auch in der Schwangerschaft unseren Beckenboden anspannen, aber auch entspannen. Ja? Anspannen aus dem Grund, weil wir natürlich immer mehr Gewicht haben und wir sollten natürlich gucken, dass wir hier unten auch fest bleiben. Aber gerade auch in der Geburt oder während der Geburt ist es natürlich auch enorm wichtig, dass du lernst, deinen Beckenboden zu entspannen. Ja? Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei unseren Übungen. Stell dich erstmal locker hüftbreit hin, richte dich auf und wir fangen mal an, unsere Schultern mal zu kreisen, ein bisschen warm zu machen. Du darfst dabei deine Knie ganz leicht beugen und lässt mal so deinen Atem durch die Nase und durch den Mund ausatmen. Ganz schön fließen. Dann nehmen wir die Arme ein bisschen mehr in die Öffnung. Wir werden größer und wir ziehen die Schulterblätter schön zusammen. Du machst dich hier, schau mal, ich drehe mich zur Seite, so ein bisschen rund und öffnest dich wieder. Wir nehmen die Atmung mit, wir atmen ein und wir atmen aus. Wir atmen ein und wir atmen aus. Einatmen und wieder aus. Und ein letztes Mal ein und wieder aus. Okay, lass locker. Jetzt bewegst du ganz kurz mal deine Füße so ein bisschen durch, nimmst deine Hüfte mit und wir ziehen gleichzeitig im Wechsel mal den Arm so ein bisschen nach unten und ziehen unsere Seiten dadurch schön in die Länge. Das ist einfach nur ein leichtes Warm-up, dass wir uns warm machen. Und dann lass locker, stell dich so ein bisschen breiter auf und jetzt nimmst du mal deine Hände hier unterhalb von deinem Bauchnabel und du fängst mal an, dein Becken, nur dein Becken, locker nach vorne zu kippen. Je nachdem, wie weit du bist, wird es schwieriger oder es geht noch ganz gut. Und dann schieben wir den Po nach hinten und gehen ins Hohlkreuz. Nimm so ein bisschen die Ellenbogen mit nach hinten, dass du dich noch mehr durchdrücken kannst. Und jetzt schau mal, du machst dich rund und du gehst nach hinten. Jetzt nehmen wir die Atmung mal mit. Wir atmen aus und wir atmen ein. Und jetzt versuch mal mit dem Ausatmen so ein bisschen beide Öffnungen zu schließen und mit dem Einatmen lässt du wieder locker. Wir atmen aus, spannen uns mal an und wir atmen ein, lassen locker. Jetzt nimm mal deine Arme ein bisschen mehr mit dazu. Wir öffnen uns, schau mal, ziehen die Arme nach hinten und du atmest aus, nimmst die Handrücken aneinander. Einatmen, öffne dich und mit dem Ausatmen spann den Po und den Beckenboden an. Und aus. Einatmen, öffne dich. Und wieder ausatmen, rund machen. Wir machen noch 4 Stück. Und noch 2 Stück. Und ein letztes Mal. Und wir lassen locker. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber du bist ja zu Hause oder im Urlaub oder sonst irgendwo, nimm mal deine Hände, hier deine Finger an die 2 Sitzbeinhöcker am Popo. So, und jetzt versuchen wir mal ganz bewusst durch die Nase einzuatmen. Wir lassen alles ganz locker da unten und mit dem Ausatmen schiebst du die 2 Knochen mal aneinander, also die ziehen sich zueinander, okay? Wir atmen ein, wir lassen locker und wir atmen aus. Ziehen die 2 Sitzbeinhöcker zueinander. Ich mache es mal ohne, dass meine Hände da sind. Wir atmen ein und wir atmen aus. Wir ziehen die Sitzbeinhöcker zusammen. Also ich ziehe den Po so ein bisschen nach oben und mit dem Einatmen lass wieder locker. So, versuch das nochmal. Ein und ausatmen. Beide Öffnungen schließen.
ein letztes Mal. Und wieder aus. So, wir gehen von hier ganz schön auf den Boden, rückengerecht, einmal, zweimal. Dann gehst du in den Vierfüßlerstand, platzier mal deine Hände unter deinen Schultern. Und jetzt versuchst du mal hier genau das Gleiche zu machen. Wir atmen ein, wir bewegen aber den Rücken nicht. Und wir atmen aus und ziehen die Sitzbeinhöcker nach oben. Wir atmen ein, wir lassen locker. Und wir atmen aus, wir spannen so ein bisschen an. Das ist nämlich gar nicht so leicht, vor allen Dingen sich auf die vordere Öffnung zu konzentrieren und die zu schließen mit der Ausatmung. Ja. Steuer das mal ganz bewusst an und wir atmen aus. Dann gehst du von hier und hebst mal dein linkes Bein. Du atmest ein, du atmest aus, setzt dein Knie ab. Und jetzt machen wir das Ganze andersrum. Wir atmen ein, wir versuchen uns so ein bisschen anzuspannen im Po und im Beckenboden. Und jetzt mit dem Ausatmen, genau andersrum, lässt du locker. Einatmen, anspannen. Und ausatmen, locker. Einatmen, anspannen. Und aus. Wenn dir das leichter fällt, den Beckenboden locker zu lassen, indem du sowas wie jemanden anhauchst, also so ausatmest, kannst du das natürlich auch so machen. Entweder du hauchst jemand an, oder du pustest praktisch eine Kerze aus. Lass uns noch einmal links, noch einmal rechts die Übung machen. Und noch einmal rechts. Und wir lösen. Richte dich auf. Wir nehmen jetzt das rechte Bein nach vorne und zwar so ein bisschen nach außen gestellt. Das Knie ist hinter deiner Zehenspitze und dann schiebst du dich so ein bisschen nach vorne auf dein vorderes Bein mit dem Gewicht. Deine linke Hand ist jetzt mal auf dem Boden. Du drückst dein vorderes Knie so ein bisschen nach außen und dann merkst du wahrscheinlich nur eine Dehnung hier so an der Innenseite vom Oberschenkel am Hüftbeuger links. Aber das ist auch tatsächlich eine schöne Übung, um den Beckenboden zu dehnen. Und wir müssen den ja schon auch so ein bisschen lockern, dass die Geburt eben auch, dass der Beckenboden nicht zu fest ist. Deswegen ist die Anspannung und auch die Entspannung während der Schwangerschaft, dass man das übt und auch trainiert, sehr, sehr wichtig. Wir bleiben hier noch ganz kurz und du atmest einfach ruhig und gleichmäßig weiter. Du hältst hier die Dehnung und versuchst mit dem Ausatmen so ein bisschen deine Hand gegen dein Knie zu drücken. Ja? Du atmest ein, du lässt locker, genau wieder andersrum wie vorher und wir atmen aus, geben so ein bisschen Gegendruck. Einatmen, locker lassen und wieder ausatmen, so ein bisschen Gegendruck. Okay, ein letztes Mal. Dann lass dein vorderes Bein genau da, wo es ist. Und wenn du schaffst, dein Bein zu strecken und deine Hand hier vorne zu lassen, dann ist es optimal. Du nimmst deine rechte Hand mit dazu auf den Boden und machst dich hier so rund es geht. Ziehst deine Zehenspitze ran, spür mal hier die Oberschenkelrückseite. Lass den Kopf locker und halte die Position für 3 tiefe, lange Atemzüge. Und dann lösen wir. Geh von hier in den Vierfüßlerstand und kreis mal, schau mal deinen unteren Teil schön von links nach rechts. Das tut immer ganz gut. Da freut sich das Baby. Wird es ein bisschen hin und her geschaukelt. Und wir machen mal einen Richtungswechsel. Da lässt du einfach mal jetzt kurz alles locker. Und wir richten uns wieder auf. So, die andere Seite. Linkes Bein geht nach vorne. Wir schieben uns jetzt hier wieder nach vorne. Du stützt dich mit deiner rechten Hand ab
und deine linke Hand geht gegen dein Knie. Okay, geh hier schön in die Dehnung rein, lass dem Bauch Platz. Auch da, je nachdem, wie weit du bist, wie groß dein Bauch schon ist, musst du halt vielleicht ein bisschen weiter noch nach rechts rüber. Und du atmest schön gleichmäßig durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und dann denkst du wieder dran, dass du mit dem Ausatmen so ein bisschen Druck gegen dein Knie gibst und mit dem Einatmen wieder locker lässt und auch den Beckenboden locker lässt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber wenn man sich konzentriert, kann man das immer ganz gut ansteuern. In der Schwangerschaft ist es tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, wie wenn man jetzt normal seine Bauchmuskeln anspannen kann, weil man ja hier vorne ja locker lässt. Ne? Und noch drei schöne, tiefe, lange Atemzüge. Und ein letztes Mal. Und wir schieben uns zurück. Schau mal, zieh deine Zehenspitze wieder ran, platziere die rechte Hand vorne, wenn du kannst, die linke auch. Und du ziehst dich so weit du kannst wieder zurück, gehst schön in die Dehnung rein. Das darf so richtig schön wehtun und ziehen. Vergiss das Atmen nicht, lass den Kopf locker. Und dann lösen wir und gehen von hier, schau mal, auf die Seite und zwar auf deine rechte Seite. Ich bin spiegelverkehrt, also du setzt dich auf die rechte Seite. Jetzt nimmst du dein rechtes Bein hier nach vorne, dein linkes hängt so ein bisschen nach hinten. Okay, stütz dich einfach mal so ein bisschen auf, halte dich hier mit deiner linken Hand fest, richte dich auf, heb dein Brustbein und jetzt machen wir nur hier unten eine kleine Kippung im Becken. Ja, das heißt, wir atmen ein, du hältst dich hier so ein bisschen fest und mit dem Ausatmen, schau mal, kippst du so ein bisschen dein Becken nach vorne. Ja? Wir richten uns wieder auf, wir atmen ein, heben das Brustbein und mit dem Ausatmen, schau mal, spann dich hier unten so ein bisschen an, okay? Einatmen und wieder aus. Wenn du das kannst, also vielleicht gerade so im ersten Trimester noch, kann man das ganz gut, dass du versuchst, mit dem Ausatmen so ein bisschen den Po anzuheben und das Becken nach vorne zu kippen. Dann lässt du wieder locker, setzt dich hin und mit dem Ausatmen spann dich so ein bisschen an und drück dich mit der rechten Hand weg vom Boden. Ja? Für mich ist es tatsächlich jetzt im zweiten Trimester schon nicht mehr so angenehm, mich anzuheben. Deswegen bleibe ich mal auf dem Boden und mache die Bewegung tatsächlich nur in meinem Becken. Und dann ein letztes Mal. Nochmal richtig schön anspannen und lösen, locker lassen. Sehr schön. Wir gehen von hier, schau mal, über den Vierfüßlerstand, kreisen nochmal als aktive Entspannungsphase unseren Popo so ein bisschen von rechts nach links. Andere Seite, Baby schaukeln. Und dann, schau mal, geh auf die andere Seite. Du setzt dich auf die linke Pobacke, linkes Bein geht nach vorne, rechtes ist nach hinten. Okay, nimm deine rechte Hand an deinen Unterschenkel, an dein Schienbein, die linke stellst du auf. Wir richten uns wieder auf. Okay, wir atmen ein, wir atmen aus, wir kippen unser Becken nach vorne, spannen den Po, den Beckenboden an. Wir lassen wieder locker. Gehen nach hinten und atmen wieder aus. Das sind immer nur so ganz, ganz kleine Bewegungen, die sieht man gar nicht so extrem, aber sie sind sehr effektiv. Ja? Wir lassen wieder locker und wir spannen wieder an. Wenn du möchtest, kannst du natürlich dich wieder aufstützen
und dann deine linke Pobacke so ein bisschen mit anheben. Ein letztes Mal. Und wir lösen. Sehr gut gemacht. So, schau mal, wir ziehen unsere Beine mal ganz locker so nach hinten und du setzt dich mal auf deine Fersen. Ja? Wir nehmen die Hände auf die Oberschenkel und dann machst du mal hier einfach wieder nur eine Atmung und drückst mit dem Einatmen deine Handflächen auf deine Oberschenkel und hebst so ein bisschen, schau mal, das siehst du hier, den Popo an. Okay? Also, wir atmen ein und wir atmen aus, gehen nach oben. Wir atmen ein und wir atmen aus. Wir atmen ein und wir atmen aus und du lässt deine Hände locker. Wir atmen ein, wir geben so ein bisschen Druck auf die Oberschenkel. Und mit dem Ausatmen lässt du die Hände locker, aber du spannst den Beckenboden an. Und natürlich die Oberschenkelmuskulatur. Einatmen locker und aus. Einatmen locker. Ausatmen. Nach oben gehen. Ein letztes Mal. Einatmen locker. Ausatmen, nach oben gehen, den Beckenboden anspannen. Okay, jetzt machst du das Ganze genau andersrum. Wir nehmen nur die Arme jetzt mit. Wir atmen ein, wir gehen nach oben. Dann atmest du aus und presst deine Handflächen aneinander. Okay, wir machen das jetzt mal ohne, dass die Beine was tun oder der Beckenboden macht jetzt auch erstmal nichts, sondern du drückst deine Handflächen aneinander, dann spürst du so ein bisschen die Brustmuskulatur. Und nochmal ein und aus. So, jetzt spannen wir uns an, wenn wir einatmen. Wir spannen den Beckenboden an. Und mit dem Ausatmen lass jetzt mal ganz bewusst locker. Ja, nochmal ein. Spann dich an. Und jetzt gibst du Druck auf deine Handflächen und lässt locker. Und nochmal ein. Und locker lassen. Das ist nämlich ganz wichtig, wirklich während der Geburt, dass du es schaffst, wenn du ausatmest, locker zu lassen und dich nicht anzuspannen. Wir machen zwar die Übungen auch mit der Ausatmung so, dass wir den Beckenboden anspannen, dass er einfach gut trainiert wird, aber das ist zum Beispiel eine Übung, die wirklich für die Geburt auch sehr wichtig ist, dass du währenddessen locker lassen kannst. Ein letztes Mal. Okay, nimm deine Hände nach vorne und dann nimmst du einfach den linken Arm mal nach hinten und du gehst nach vorne. Dann nimmst du den rechten Arm nach hinten und du gehst nach vorne. Nach hinten und nach vorne. Das spürt man ganz gut, wenn man nämlich so sitzt, dann spürt man die Sitzbeinhöcker ganz gut, wenn wir bei die Fersen da dran drücken. So, wir atmen ein. Wir spannen so ein bisschen an, wir atmen aus, wir lassen locker. Wir atmen ein, wir spannen vor allem die vordere Öffnung so ein bisschen an. Wir atmen aus, wir lassen locker. Nochmal ein und aus. Und einmal noch links, einmal noch rechts, dann hast du es geschafft. Sehr schön. So, schau mal, schieb dich mal einfach nach vorne. Dein Bauch hat jetzt Platz zwischen deinen Beinen und leg dich mal ab. Wenn du es noch hinkriegst, leg den Kopf noch auf den Boden ab und ansonsten bleibst du hier so ein bisschen oben. Okay, so wie du dich wohlfühlst und wie es dir gut tut. Und
Und wir ziehen uns nach oben, schließen die Beine, kommen nach oben auf in den Kniestand und nehmen den Kopf nochmal locker von rechts nach links. Und dann kommst du in die Mitte, ziehst nochmal den Kopf so ein bisschen nach unten, die Schultern nach hinten. Lässt alles locker, wirklich ganz entspannt atmen und dann richtest du dich auf. So ihr Lieben, wir haben es schon geschafft. Weitere Schwangerschaftsübungen findest du hier rechts oben und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und freue mich sehr, wenn ihr in die Kommentare auch schreibt, was ihr euch noch wünscht oder was euch vielleicht besonders gefallen hat und freue mich immer über einen Daumen hoch von euch. Hier war eure Nina und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du den Kurs gemacht hast. Bis bald!